Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer heiteren Fragerunde. Frag die Krischkes. Wieder in toller Besetzung, in Starbesetzung, könnte man sagen. Unsupported Get Request Objects does not exist, cannot be loaded. Sind wir online? Kann das mal jemand prüfen? Sieht zumindest so aus, ja. Ich habe hier so eine blöde Fehlermeldung. Ich habe auch eine Meldung bekommen. Okay, dann ignoriere ich diese Fehlermeldung mal. Genau, in Starbesetzung auf dem einen Bildschirm unsere liebe Tochter, Dr. Diana Krischke. Schönen guten Abend, meine Liebe. Halli, hallo. Auf dem anderen Solo-Bildschirm unser Pferdephysiotherapeut und Betreiber einer eigenen Online-Akademie mit Namen Pferde gesund bewegen, das ist Chris Debski. Einen schönen guten Abend. Partner in unserer eigenen Online-Akademie. Und dann sind wir hier, der Wolfgang und die Christine Krischke aus der Fürstlichen Hofreitschule in Bückeburg. Ich bin heilfroh, dass meine Frau wieder einigermaßen hergestellt ist. Sag mal 50% haben wir wieder an Energie. Mehr ist es leider noch nicht. Ich sage mal 80. Ah ja. Ich glaube, da bin ich dein besseres Pegel, was das sagen kann, wie viel Energie du noch hast. Aber immerhin. Heilfroh darüber, dass es wieder geht. Und hier schiebt sich jetzt immer, ich soll meine Zugangsdaten eingeben. Das geht mir total auf den Senkel. Aber mal gucken, wie oft das noch passiert. So, wir haben eine ganz spontan entstandene Frageaufforderung an euch gestellt. Da ging es um Schaum vor Maul, Kauen, Klappern, Knarzen und Knirschen. Natürlich auch so ein bisschen aus einem Anlass. Ich habe da bei Facebook wieder Beiträge gesehen, wo Leute sich das schönreden. Und wir wollen mal ein bisschen gucken, wie schön das denn wirklich ist in den einzelnen Komponenten. Lass uns mal mit dem Schaum beginnen. Ihr habt uns ja dankenswerterweise wieder tolle Fragen gestellt, anhand derer wir uns durch das Thema hecheln können. Hangeln, hecheln. Als erstes möchte ich Barbara Wehnsen zu Wort kommen lassen, die uns einfach fragt, wie wird die Schaumburg. Das ist ja ein Klassiker. Wo wohnt ihr gleich? Schaumbildung. Schaumburg-Lippe. Wie wird der Fürst Schaumburg-Lippe von den alten Meistern bewertet? Schaumburg-Lippe. Kann man das Buch von Manuel de Andrade zur Hand nehmen? Da ist er nämlich erwähnt auf den letzten Seiten. Ja. Wie wird die Schaumbildung durch die alten Meister bewertet? Ich habe bei keiner meiner Quellen etwas über Schaum gelesen. Ich habe von einem weichen, von einem guten, von einem süßen Maul gelesen. Und ich habe davon gelesen, dass man den jungen Pferden ins erste Gebiss, das ist hohl geschmiedet und da sind Löcher drin, dass man da Honig reinschmieren soll. Die kann man sogar noch kaufen, Honiggebiss, eine Wassertrense hohl mit Löchern drin, dass man den Honig legt. Kann man noch kaufen, gibt es noch. Und was das macht, können wir uns alle vorstellen. Das produziert natürlich viel Speichel. Die machen damit den jungen Pferden das Gebiss angenehmer, aber sagen nicht ausdrücklich ja, damit er das dann die ganze Spucke zu Schaum schlägt. So. Will einer von euch was sagen? Ich warte erstmal ab, was der aus Schaumburg sagt. Der aus Schaumburg sagt Folgendes. Denn der macht das ja auch schon länger und der ist in der Zeit groß geworden oder hat in der Zeit reiten gelernt, als wir eigentlich noch so das hannoversche Reithalfter eingesetzt haben. Später kam dann der Pullerriemen dazu, aber nicht zu der Zeit, als ich reiten gelernt habe. Das ist jetzt mehr als 50 Jahre her. Also bei uns damals im Verein wurden ausschließlich hannoversche Reithalfter eingesetzt. Aber man fing auch da schon an, das den Pferden enger zu schnallen und man fand das gut, dass die Pferde so viel Schaum ums Maul und im Maul haben. So, und das kommt ganz einfach daher, dass wir den Pferden das Maul so weit zuschnallen, dass sie die Spucke nicht richtig runterschlucken können und dass sie zwischen den Zähnen hin und her gesiebt wird, bis sie Schaum wird. Ja, und dann fallen da richtig Schaumflocken raus und das fand man, ja, ist aber richtig am Schäumen, das fand man damals toll. Es ist leider Unwissenheit, auch von den Reitlehrern gewesen, die mich damals geschult haben. Die Spucke gehört nicht auf die Erde, die gehört nicht ins Gras, die gehört in den Mund und in den Magen. Ja, genau, da kommt es nämlich her. Ja. Um die 70 Liter Spucke entwickelt ein Pferd am Tag, muss es auch, das braucht sie zum Fermentieren.
seiner Speisen. Und wenn das, egal wie es ist, ob es als Schaum oder auch als Spuckefäden aus dem Mund rausläuft, ist es nicht richtig. Entweder haben wir nicht das richtige Material als Gebiss, das kann es nämlich auch geben. Ja, Pferde reagieren manchmal auf Kupferlegierungen. Bei den Pferden empfiehlt es sich dann eventuell ein Edelstahlgebiss oder beim Westernreiten. Auch in Spanien benutzt man sehr viel. Alles einfach. Vorweg, ne? Ja, eben, das kommt alles noch in den Fragen. Ich wollte nur sagen, nicht, dass du nachher wieder sagst, das haben wir. Der wollte heute einfach schneller fertig werden. Ja, irgendwie noch was im Ofen oder so. Dann können wir nach Hause gehen. Gut. Auf jeden Fall entsteht das durch Maul zuschnüren, dass die Pferde die Spucke nicht in der Form runterschlucken können und auch gar nicht schlucken können, weil das Maul zugebunden ist. So, lassen wir es mal dabei sein. Jetzt kommt Martina bald, jetzt kommt Chris so, mit dem Zeichen. Nee, wir machen weiter, weil das kommt tatsächlich auch noch, habe ich schon überlesen, ja. Hey. Martina Beinlich, muss ein Pferd immer Schaum am Maul haben, damit es ein ansprechbares Maulzunge hat? Oder kann das Maul bzw. die Zunge ansprechbar sein, ohne Schaum zu produzieren? Selbstverständlich muss ein Pferd keinen Schaum bilden, um ansprechbar zu sein. Denn ich habe ein Pferd auch ansprechbar gebisslos am Halsring. Oder auf Bosal. Ne? Ja, gebisslos auf Bosal. Gebisslos auf Bosal. Ja, geht ja auch ein Glücksrad. Geht auch. Geht alles. Die Spucke nicht zu Schaum geschlagen und das Pferd ist trotzdem in jeder Situation, also ist ansprechbar, ganz klar. Nein, also Schaum ist nicht nötig, nein. Nicht zwangsläufig ein Zeichen guter Reiterei. Franzi Bauer, wie viel Schaum ist normal? Wann ist es ein eindeutiges Zeichen von Unwohlsein und Stress? Jetzt also bei meiner Frau beim Baden, wenn man reingucken kann, fühlt sie sich nicht wohl. Das muss bis so viel Schaum. Das ist aber nicht im Maul. Gott auch sei Dank. Auch da, das aber überall, wenn wir zurückkommen überall. Wenn wir zurückkommen zum Maul, dann ist es das, was ich eigentlich am Anfang ergänzen wollte, aber sonst hätten wir tatsächlich alle Antworten in der ersten Frage beantwortet. Wie viel ist denn normal? Also erstmal, warum speichelt überhaupt ein Pferd? Also es braucht das, Wolfgang hat das vorhin schon angedeutet, zum Verwerten der Speisen. Ja, es wird eingespeichelt, teilweise halt eben schon bevor Nahrung aufgenommen wird. Da wird im Maul halt Speichel produziert, ein wenig, damit dann das Gras, das Heu, was auch immer da aufgenommen wird, schon eingespeichelt wird und dann halt runtergeht in die Speiseröhre. So, jetzt haben wir schon gehört, wo ist der Weg hin? Der Weg ist nicht nach vorne raus, der Weg ist nach hinten runter. Ne? Also ins Pferd rein, nicht raus. So, wenn ein Pferd jetzt aber sehr viel Maultätigkeit hat, dann kann es auch durchaus Speichel produzieren. Wünschenswert ist dann, dass es diesen Speichel herunterschluckt. Nicht viel, sondern ein bisschen. So, diesen Speichel würden wir normalerweise so gut wie nicht zu Gesicht bekommen draußen, weil es eben nach hinten runtergeht. Wenn wir jetzt das Maul zuschnüren, wenn das Pferd die Zähne zusammenbeißt, keinen Schluckreflex hat, wenn es ein Problem mit der Zunge hat oder mit dem Zungenbein, wenn es Blockaden hat, wenn es Zahnprobleme hat und wenn es vor allem Stress hat, dann wird nicht nur Speichel produziert, dann kommt der Speichel gegebenenfalls eben nicht nach hinten runter, sondern nach vorne raus. Und wenn viel Stress da ist, wird übermäßig Speichel produziert, der gar nicht benötigt wird. Der kann natürlich auch nicht abgeschluckt werden und geht nach vorne raus. So, das heißt also, je mehr Schaum wir da wirklich sehen und nicht vielleicht nur so ein benetztes, weißes, Milchmäulchen, sagt man, glaube ich auch. Je mehr man da hat, umso schlechter ist das eigentlich und umso mehr ist das ein Kennzeichen für mangelnde Losgelassenheit, Festhalten, schlechtes Reiten, schlechte Maultätigkeit, Verspannung im Pferd. Auf jeden Fall etwas, hey, da muss ich was ändern. Da so kann ich eigentlich nicht weitermachen. Und denk mal an den Verdauungstrakt. Der Magen erwartet, wenn Speichel produziert wird, erwartet der Magen, dass was kommt. Und wenn das nicht kommt, hat der Magen zu wenig Pufferflüssigkeit. Magengeschwüre. Also das Pferd kaut eigentlich permanent.
draußen auf der Wiese, also 16 Stunden am Tag, haben die irgendwas zu kauen. Und entsprechend schlucken sie dann auch immer. Und entsprechend hat der Magen immer Puffer statt Säure da drin. Und das fällt weg, wenn das Pferd sabbert, wenn das Pferd eben zeitweise nichts zu fressen hat und. Und entsprechend bilden sich schnell Magengeschwüre aus. Also das müssen wir auch, wir müssen den weiteren Verdauungstrakt eben auch im Auge behalten. Ich wollte es gerade nochmal sagen, es ist ja nicht nur, dass das Pferd kaut, es geht bei der ganzen Aktion um Schlucken, dass es seinen Speichel runterschluckt. Ja, kauen durch Nervosität, durch ein falsches zum Kauen kommen wir gleich noch. Falsches Gebiss und so weiter. Ja, aber es geht um dieses Schlucken. Und wenn das Schlucken nicht stattfindet, dann ist eigentlich das Problem, der Speichelfluss. Eigentlich hat man in den alten Schriften davon geschrieben, dass das Maul feucht sein soll, dass es feuchte Lippen haben soll und mehr nicht. Ja, und wenn wir uns mal alte Bilder angucken, vom Mittelalter an, über die Renaissance bis Barockzeit und gucken uns Statuen an, zum Beispiel den Goldenen Reiter in Dresden, die haben immer das Maul offen, die Pferde. Man zeigt die Zähne, man zeigt die Zunge, man zeigt das Gebiss im Mund. Das war früher vollkommen normal, dass das Pferd das Maul aufmachen kann. Das sorgt nämlich dafür, dass es den Spucke runterschlucken kann. Man hat ihnen das Gesicht nicht zugebunden, dass das nicht funktionieren kann. Das war genau das, worauf ich noch hinaus wollte. Ja. Ja. Das erstmal die Bildung von Speichel findet ja in den Ohrspeicheldrüsen statt. Die kann man recht gut palpieren bei Pferden. Kann man die, häufig finden sie es sogar sehr angenehm, wenn man da mal so ein bisschen drin rumbohrt und das ein bisschen massiert. Also meiner findet das total angenehm. Und erstaunlicherweise schluckt er dann auch ganz viel. Also wenn ich die so ein bisschen massiere, das heißt, wenn ich die reize, produzieren die Spucke. Wie kann man die denn noch reizen, außer mit den Fingern dran rumzuprökeln? Indem man so richtig schön die Ganasche da drauf klemmt und mal so ein bisschen durch Handeinsatz von vorne einen Druck auf die Speicheldrüsen erzeugt. Das heißt also anrollen, aufrollen, überzäumen, reizt die Ohrspeicheldrüsen zu Anfang, überproduzieren die dann im Stress Speichel. Später entzünden die sich und vernarben und bringen zu wenig Speichel hervor, ja. Tatsächlich auch bei der Nahrungsaufnahme. Ja, und dann kommen die Magengeschwüre wiederum. Und dann das Maul noch so grandios zuzubinden, wie das heutzutage so wunderbar üblich ist, bedeutet, dass die Pferde Unterkiefer und Oberkiefer nicht mehr nach vorne und hinten verschieben können. Wenn ein Pferd sich beizäumt, kommt automatisch der Unterkiefer ein bisschen vor. Nimmt es den Kopf hoch, reguliert sich das. Nimmt es den Kopf runter, kommt der Unterkiefer. Könnt ihr selber mal ausprobieren, geht mal selber in Beizäumung. Dann werdet ihr merken, dass ihr einen Vorbiss bekommt. Ein bisschen vorschieben. Ja. Das ist nicht möglich, wenn die gezackten Backenzähne aufeinander arretiert sind. Denn da hinten, das ist ja bei Pferden so ein Stück, wenn ich vorne zumache, kriegt der hinten die Backenzähne gar nicht mehr auseinander. Das wiederum geht aufs Kiefergelenk. Was ist am Kiefergelenk befestigt? Das Zungenbein. Und das Zungenbein steht auch mit der Ohrspeicheldrüse in Kommunikation. Also das hängt alles zusammen. Das sind so Unsitten, die wir heutzutage unseren Pferden antun, ohne darüber nachzudenken. Und dann wird formuliert, sie sollten sehr viel Schaum vor dem Mund haben. Da fragt man sich dann, okay, also nur die, deren Ohrspeicheldrüsen noch nicht tot sind. Und wenn wir dann einen haben, der ein bisschen mehr kaut, dann ist das schon nicht mehr normal. Dann macht man sich große Sorgen. Aber ihr habt ja gesagt, wir kommen da noch. Kauen kommt noch. Weiter. Jetzt habe ich drei Beiträge interessanterweise sozusagen zu schaumfördernden Hilfsmitteln. Das erste kommt von der Dorte Schmidt, also oder erstmal allgemein. Wann fing es an, dass die Gewichtung auf ein speichelndes Pferd so stark gelegt wurde? Als sich die Reiterei entwickelt hatte, war es den Reitern vermutlich relativ egal, was ihre Pferde mit dem Gebiss anstellten. Als Pferde noch zu 99% einen Job hatten, war es den Leuten vermutlich auch relativ egal. Warum schauen wir heute so genau dahin, auf den Schaum? Ich glaube, das ist ein deutsches Phänomen, oder? Also ich glaube, frag mal einen Nordafrikaner oder einen Asiaten, der beim Buskashi mit seinem Pferd unterwegs ist, der wird auf Schaum jetzt auch nicht so viel Wert legen. Nicht ein Gaucho oder, ja. Wenn da ist, ist da. Ja. Naja, ja, oder ein Westernreiter, beim Westernreiten ist das auch nicht so üblich. Nein, ganz so einfach sollte man es nicht machen. Also wir wollen die Leute nicht als dumm darstellen. Die gehen seit Jahrtausenden mit Pferden um oder Jahrhunderten und die wissen schon, welches Gebiss in welches Maul gehört. Ja, also da geht es ja auch nicht drum, nur die haben doch keinen Schaum vom Maul. Ja, ist richtig, aber trotzdem wissen sie, was los ist.
Was ist gut? Das würde ich damit nur sagen. Sie, ich glaube, die dort hatten, das war ein bisschen länger der Beitrag. Ich habe den eingekürzt. Sie hat auch gesagt, nichts gegen die historischen Pferdenutzer. Die wussten sehr genau, wo es lang geht. Aber diese Gewichtung auf speichelndes Pferd, dass man dem so einen Wert beimisst, das meine ich, ist tatsächlich eine Entwicklung unseres modernen Reitsports. Ja, ich das auch weiß, was ich mal so überschlagen und gelesen habe. So um den Zweiten Weltkrieg ist das entstanden. Chris, was sagst du? Ja, ich würde mich da anschließen. Ich glaube, es geht vor allem um die Bewertung im Wettkampf, im gegeneinander abwägen. Wer hat hier die besseren Anzeichen dafür? Ich brauche ja als Richter, brauche ich ja Kriterien, nach denen ich etwas bewerte. Was möchte ich gerne sehen? Und da hat sich, glaube ich, einfach nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Turnierreiterei populärer geworden ist, die gab es ja vorher auch schon, aber halt in ganz anderen Ausprägungen als heute. Und da hat sich das mehr und mehr manifestiert, dass man gesagt hat, das möchte ich haben. Das ist irgendwie eine Art Zeichen dafür, dass das Pferd gut arbeitet. Und wenn da Speichelproduktion ist, habe ich dann, wir haben ja Kriterien gerade genannt, die durchaus halt eben auch stattfinden, Schluckreflexe und so weiter. Und da hat sich ein bisschen was verselbstständigt halt. Dass man nicht gesagt hat, nur ich hätte jetzt gerne ein bisschen Schaum, sondern manche finden das ganz toll, dass da ganz viel ist. Aber habt ihr irgendwelche Bilder aus den 60ern, wo Pferde Schaum vom Mund habt? Also ich wüsste jetzt spontan jetzt nicht so aus dem Kopf. Müsste man tatsächlich mal gucken. Ich glaube, das ist mit dem Zusammenbinden des Maules gekommen. Also später, Ende der 70er, die 80er, wo die Sperrriemen, also so Mitte der 60er kamen ja Sperrriemen auf und dann so mit dem Zuge. Ich kann, also vorher, Kandare Unterlicht, Trense mit Schaum? Ich möchte nur auf eins noch eingehen bei dieser Frage. Als die Pferde zu 99% noch ihren Job hatten, war es den Leuten vermutlich relativ egal. Nein, das war es nicht. Das speichelnde Pferd? Nein, hier unten. Ja. Aber das geht um Sabbern. Es geht um Sabbern. Ob es speichelt oder nicht. Also es geht doch nicht nur um Speicheln. Es geht doch darum. Hier in der Frage geht es um Speicheln. Nicht um Kauen. Das Kauen ist denen nicht egal gewesen. Das war ihnen nie egal. Aber das Speicheln war ihnen egal. Ich hätte deinen Beitrag nicht kürzen dürfen. Der Chef schießt sich da gerade auf dich an. Es geht ein bisschen weiter. Es geht doch nicht nur um Speicheln. Es geht doch auch darum, ob das Pferd mit dem Werkzeug im Mund klarkommt. Ja. So, mach mal weiter. Ich guck mal nebenbei, ob ich ein Video finde. Genau, mach du mal ein bisschen Facebook. Ich mach mal. Mach kein Facebook. Laura Sophie von Gersdorf, unsere liebe treue Freundin. Bis letztes Jahr hatten ja einige Reiter, vermutlich von maultoten Pferden, es nötig, den Fake-Schaum zu benutzen. Das wusste ich auch nicht. Den aber 2023 sogar die FEI, FN verboten hat. Es gibt Fake-Schaum. den man den Pferden ins Maul schmiert, damit sie so eine so Meisterpropper-artig Schaumbild ist. Unfassbar. Sollte es einem als Reiter nicht zu denken geben, wenn man sowas überhaupt braucht, weil das Pferd vor Verspannung des Kiefers die Zähne aufeinander beißt? Warum findet man den vielen Schaum überhaupt gut? Das beinahe übersprudelnde Maul ist doch ein Zeichen einer komprimierten Ohrspeicheldrüse, oder verstehe ich das falsch? Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, dass es Fake-Schaum gibt. Also ich glaube einfach, schau mal, beim Springreiten ist es so schön einfach. Also ich habe es jetzt gerade hier. Da läuft eine Stoppuhr. Du hast gerade Josef Neckermann mit Asbach. Jo, 1960 der hat reichlich weiß im Mund. Jo, ich mache mal weiter. Ja, geschlagene Saat. Beim Springreiten ist es ja so herrlich einfach. Du hast eine Stoppuhr, du läufst, du siehst also, wer ist schneller als der andere und du siehst, ob die Stange fällt oder nicht. Das ist schade, dass das beim Springreiten nicht so ist. Oder beim Rennreiten sieht man, wer als erstes, zweites, drittes durchs Ziel kommt. Beim Dressurreiten ist so die Urteilsfindung des Richters oft so ein Mirakel. Und man unterstellt denen ja auch, sie würden angucken, wer drauf sitzt und wer das Pferd gezogen hat. Weil man nicht wirklich ermessen kann, nach welchen Kriterien es geht. Oder ist doch so ein großer weißer Schaum vor dem Maul ein herrliches Indiz für irgendwas? Also hat man irgendwann mal heilig gesprochen. Klimke gerade, der hat ganz wenig schon. So ein ganz bisschen weißen Mund mit dem Ahlerich. Habe ich
gerade gefunden. Pala, auch nur so ganz bisschen weiß. Ja, also das war jetzt eben nur bei dem. Ja, ich gucke gerade in den Reitvorschriften, in den Richtlinien und so, da steht auch erstmal, was ich jetzt so spontan finde, nichts. Ich habe gerade Nuno Oliveira. Da sieht man eigentlich nur, dass der Mund wahrscheinlich feucht ist. Das ist schon eine ältere Aufnahme. Ja, also nee, das ist dann tatsächlich später erst so richtig. Ich glaube, dass die Leute nicht so richtig wussten, was das bedeutet. Ich meine, es ist ja auch menschlich, sich irgendwo mal zu verrennen, irgendwo in eine Sackgasse zu geraten und glauben, das ist richtig oder falsch. Wer sich mit dem Reiten beschäftigt, wird das wahrscheinlich in seinem Leben auch schon mehrfach erlebt haben. Selber am eigenen Körper und am eigenen Gefühl erlebt, dass man sagt, nee, das war wohl, glaube ich, nicht so gut. Und ich denke, dass man das jetzt auch wieder abstellen wird. Auf jeden Fall. Naja, und ja. Zum Thema Fake-Schaum, zu dieser Frage, da ist es vielleicht ja auch alleine der Apfel, der schon so macht, ist ja eigentlich auch schon Fake-Schaum. Also wenn das Pferd das dann nicht schluckt, sondern vor der Schnute herträgt. Das ist tatsächlich ja die nächste Frage, ganz genau. Marianne Lutsch, ich habe für mein Pferd ein Gebiss aus spezieller Metalllegierung, das laut Hersteller die Schaumbildung begünstigt. Und ja, es funktioniert. Das Pferd hat immer nach einigen Minuten Reiten einen schicken Milchschaum ums Maul, wie aus dem Lehrbuch. Hilft das nun dem Pferd oder ist das nur Show bzw. Fake? Oder ist das eher schädlich? Da es ja, falls es wirklich nur wegen dem Gebiss ist, dass das Pferd speichelt, etwaiges schlechtes Reiten versteckt. Also was da im Maul passiert, ist ein bisschen wie wenn du an der Batterie leckst. Das ist so sauer. Ne? Also das lässt Speichel fließen. Aber dass das aufgeschäumt wird, das bedeutet, du musst schon dem Maul eine gewisse Bewegung implizieren, dass das Pferd mit den Zähnen knirscht und aktiv und viel kaut, damit das zu Schaum wird. Ansonsten ist das so ein, das habt ihr bestimmt auch alle schon mal gesehen, so ein glasiger Faden, wenn es zu viel Spucke ist, den sie nicht runterschlucken können, läuft das so in glasigen Fäden raus. Ich würde gerne was ergänzen. Weil wir reden ja jetzt, und da wollte Wolfgang vorhin ja auch schon mal drauf hinaus, wir reden ja jetzt nicht nur über den Schaum, sondern wir reden auch über das Gebiss. Wir sind jetzt also nicht mehr definitiv hier auch, kann auch mit Bosal oder so, sondern wir reden hier über Gebisse. Was tut man ins Maul rein? Und wir wissen, ihr habt die Zahl besser im Kopf, im Löhneisen, wie viele verschiedene Gebissvariationen sind da drin? Um die 15.000, also könnte man rechnen. Genau, so. Warum haben die das da reingemacht? Weil für jedes Pferd irgendwie brauchte man eine andere Art von Gebiss. Und was immer sehr wichtig war, war die Maultätigkeit, die Ansprechbarkeit. Weil alle wussten, wenn das Pferd die Zähne aufeinander beißt und das Maul nicht tätig ist und nicht ansprechbar ist, dann habe ich ein Problem. Ja, weil dann ist das Pferd nicht losgelassen, ist weniger ansprechbar, ist weniger beeinflussbar, hört mir weniger zu. Parasympathikus, Sympathikus, ne, ist so eine Thematik dann, ne, je mehr das halt eben in die Entspannung und entspanntes Abschlucken und so weiter geht, umso mehr ist es halt eben auch ein ruhigeres Pferd, was besser auch mit Umweltreizen klarkommt und so weiter. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen, spezielle Metalllegierung, was gerade auch schon mal angesprochen, spanische Gebisse sind meistens aus rostendem Metall, was eben genau auch so einen Effekt hat. Ne? Was eben nicht nur das Maul dazu bringt, dass irgendwo vielleicht Speichel aufkommt, sondern es ist, die Zungentätigkeit wird angeregt. Der schmeckt eben entsprechend und der Speichel wird abgeschluckt. Das wollen die eigentlich. Und wenn wir jetzt auch in die Richtung gehen, Diana hat vorhin erwähnt, Kandare Unterlichttrense. Was passiert dann in dem Moment, wenn die Zunge sich bewegt und ich nicht die Zunge festhalte? Dann höre ich so ein Klimpern. Ne, dann gehen die Gebisse werden angehoben. Und das ist ja auch das, was, wenn wir auf den alten Kupferstichen oder den Statuen, die offenen Mäuler haben, ja, die Pferde haben die Mäuler aufgemacht und haben das Gebiss auch angehoben mit ihrer Zunge. Und dann sah das halt eben so aus, weil die Gebisse auch ein bisschen voluminöser waren, als wir die heute kennen.
Und von daher, es gab immer verschiedene Metalllegierungen, da wurde was mit reingenommen oder Zungenspieler und so weiter, damit das Maul eine Tätigkeit, damit die Zunge eine Tätigkeit hatte und ansprechbar war. Nicht zwingend, damit vorne irgendwo Schaum rauskommt. Ja, ja. Auch die Idee Rollerbit, ne? Also beim Spadebit. Kommen wir noch zu Gebissen? Aber wir kommen jetzt zum Klappern, Knirschen, Kauen. Ja gut, dann möchte ich zu den Gebissen noch etwas sagen. Wir haben ja heute immer nur, eigentlich haben wir nur Gebisse in den Pferdemäulern drin, die eine Form haben. Mit Zungenfreiheit oder ohne Zungenfreiheit, einfach oder doppelt gebrochen. Oder wir haben zwei Gebisse im Maul, die eben dafür sorgen, dass wir das Pferd zum einen biegen und beizäumen können. Aber in der Historie und auch im Westernreiten, wenn wir gerade mal ins kalifornische Westernreiten gucken und sehen da die Gebisse, speziell ein Spadebit, wo wirklich eine unfassbare Raffinesse an Metallformen, die dem Pferd ins Maul gelegt wurden, inklusive dem Löffel und die Braces und eine kleine Rolle, die knackert, wenn das Pferd damit spielt, das sogenannte Cricket. Da haben sich Leute ganz, ganz viel Gedanken gemacht, dass das Pferd das Gebiss tragen kann, es nicht erträgt, sondern tragen kann und eine gewisse Kopf-Hals-Haltung annimmt, damit das Gebiss im Maul angenehm, bequem liegt. Hat man sich ganz viel Gedanken darüber gemacht. Und das hat man in den letzten 3, 4, 5 Jahrhunderten ganz intensiv betrieben, diese Gebisskunde. Hat sich Gedanken gemacht, was ist, wenn ein Pferd sich überzäumt, wenn ein Pferd sich zu weit nach vorne zäumt, wenn es den Kopf nicht rannimmt. Man hat nicht unbedingt versucht, mit der Hand so viel Einfluss zu nehmen, dass das Pferd dann die perfekte Haltung einnimmt, sondern man hat ein gutes Gebiss sich machen lassen, das genau für dieses Pferd passend war. Und die Pferde nehmen dann durch die Kandare und vor allen Dingen auch durch die längeren Bäume, ja, hier haben wir so ein historisches Gebiss, jede Woche zeige ich das Ding, das liegt immer hier auf dem Tisch, durch die langen Bäume alleine ein Interesse hat, das Gebiss im Maul zu tragen. Ich habe das jetzt hier gerade so auf dem Daumen liegen. Könnt ihr mal gucken, wie das so hängt. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Pferdekopf drum ist, der ist angenehm bei. Der ist leicht vor der Senkrechten und das war es auch. Und so soll das Gebiss getragen werden. Ja, da hat man sich sehr viel Gedanken gemacht. Das ist heute völlig verloren. Ja, heute schneidet man den Pferden die Wassertrensen schon vor die Molaren, vor die vordersten Backenzähne. Das heißt, Pferd kann gar nicht mehr nach hinten neben der Zunge Speichel abschlucken, da ist das Gebiss bereits. Es wäre absolut verboten und verpönt, mit einer Kandare mit dieser Schenkellänge zu arbeiten. Ja. Nicht denkbar bei der FN. Absolut nicht denkbar. Man darf ja auch nicht mehr einhändig reiten. Ich sehe niemanden einhändig reiten. Schon. Ja, früher, aber heute. Kann nicht. Ja gut. Gut, aber nochmal zu den Gebissen, also auch ein Zungenspieler hat ja den Grund, das Maul ein bisschen zu wecken quasi, also ein bisschen mehr Aktivität zu fördern, während ein Zungenstrecker dafür da ist, mehr Balance in das Maul zu bringen und die Zunge ein bisschen weniger zu bewegen. Also das, was wir mit unseren Mulmouth-Gebissen ja auch ein bisschen hinkriegen, dass wir mehr Druckverteilung auf der Zunge erreichen, während der Zungenspieler das Gegenteil ist, der macht das Maul aktiv und wir haben eben sehr viele Sorten, oder ein Spaten verteilt auch das Gebiss, den Druck auf die ganze Zunge. Und wir haben ja auch zwei verschiedene Sorten, Teile von der Zunge, den flachen Teil und den runden Teil und Diese meisten Gebisse, die sollen genau da liegen, wo das Pferd die Futterröllchen macht. Ihr kennt bestimmt alle alte Pferde, die keine Zähne mehr im Maul, also hinten keine Zähne mehr haben, zum Zermahlen der Nahrung, die spucken so Futterröllchen aus. Und das passiert genau, wo der flache Teil in den runden Teil übergeht. Und deswegen fangen die Pferde ja an zu kauen, zu speicheln, weil das wie so ein Futterreiz ist. Und das wollen wir ja eigentlich weiter erreichen. Wir wollen, kommen wir gleich zum nächsten Thema, kein Hin- und Her-Malen der Zähne. Also wir wollen kein Knirschen, Knarzen, sonst was, sondern wir wollen diese Zungenaktivität. Wir wollen diesen Futterreiz mit viel Aktivität haben. Und das ist immer so ein bisschen, das muss man den Pferden ja auch erklären. Und jedes Pferd ist da verschieden empfindlich. Dem einen legt man was auf die Zunge und es kaut sofort. Und der andere hat das wie so einen toten Fisch im Maul und sagt, was soll ich denn damit? Wenn du was tust und ballt die Zunge nach hinten. Und dann kannst du dem das noch so zubinden. Jetzt haben wir vielleicht der einen oder dem anderen Mut gemacht, sich ein Spadebit zu kaufen, seinem Pferd in den Mund zu legen, damit hat sich alles erledigt. Oh nein.
No. Nicht anfassen. Das könnt ihr machen, wenn ihr eure Pfoten geschult habt. Und leider sind wir in unserem Land so geschult, dass wir alles mit den Pfoten lösen müssen. Die ganzen Probleme am Pferd werden mit unseren Händen erledigt. Das ist in anderen Ländern anders. Die lernen das ganz anders, Probleme zu lösen. Das wird nicht übers Gebiss gemacht. Das wird durch Arbeit oder durch Bewegung gemacht. Also erst Hände schulen und dann kann man sich über ein anderes Gebiss unterhalten. Im Moment machen wir das erstmal nicht. Das wollte ich nur warnend davor sagen. Stefanie Winkelmann darf unsere muntere Runde zum Klappern und Knirschen eröffnen. Mir ist starkes Kauen und Klappern vor allem bei spanischen Pferden aufgefallen. Ist das was Rassetypisches? Warum neigen einige Pferde mehr dazu als andere? Was genau passiert da im Pferd? Kauen und Klappern. Rassetypisch ist es mit Sicherheit nicht. Rassetypisch ist das Temperament eines iberischen Pferdes. Ja, das ist hat klar. Hat wenig Phlegma, ne? Ja. So. Und muss es ja auch haben. Ist ja eigentlich im Ursprung noch für den Stierkampf und für den Krieg gezüchtet worden. Und bei den meisten Pferden sitzt das auch noch ganz tief drin. So, jetzt kommt aber ein Phänomen dazu. In Spanien macht man den Pferden zu 90% sicherlich eine Sereda drauf. Das ist diese Säge auf der Nase. Darum haben die diese Narben vorne auf der Nase. Und diese Sereda wird so fest angezogen wie bei uns ein Sperrriemen. Das heißt, das Pferd kann und wird nicht kauen. Oder nur sehr wenig. Auch dieses Pferd entwickelt diesen Speichel. Auch wieder Unwissenheit. Die sind nicht schlauer als wir. Wir sind auch nicht schlauer als die. Das müssen wir ganz genau so sagen. Das ist einfach nur Unwissenheit, was man da macht. Und deshalb kann das Pferd das nicht. Und dann kommt das Pferd nach Deutschland und dann sagen wir, oh, das Pferd ist schwerst traumatisiert. Und eine Kandare kommt noch zu der Sereda drauf. Ja, immer eine Kandare. Auf der Sereda ist, unter der Sereda ist immer eine Kandare. Niemals eine Trense. Immer. Immer. Und damit wird das Pferd angeritten. Ja, und trainiert. Und was man vorne bremst, wird hinten mit scharfen Sporen wieder aktiviert. Funktioniert ja. Es funktioniert ja in Spanien. Darum kauft man sich ein spanisches Pferd, weil man das sieht, wie schön die Pferde laufen. Und dass die Pferde dort auch richtig funktionieren. Die legen Piaffen, Passagen und was weiß ich, Wechsel hin. Da träumen ja ganz viele Leute von. Und dann kommen wir hierher und sagen, nein, das machen wir nicht mehr, der Sereda, das machen wir nicht mehr. Jetzt müssen wir ganz lieb. Du musst da eine Wassertrense drauf und am besten ein bisschen Schlaufzüge. Genau, nee, gar nicht mal, will ich gar nicht sagen. Keine Schlaufzüge, aber eine Trense rein und vielleicht für die ganz Weichen nicht mal mehr was auf der Nase. So, und dann kommt das bei den Pferden, die können diesen Druck, den wir aufs Maul mit der Hand ausüben, weil wir Handreiter sind, den können die nicht mehr standhalten, die Pferde. Und dann kommt das dazu, dass dieser Druck kommt, dass wir Dinge probieren mit den Pferden, die wir selber gar nicht können. Wir versuchen das nämlich nachzureiten, was die Pferde da in Spanien gelernt haben. Das verarbeiten die Pferde nicht, das können sie nicht. Und dann kommt dieses Klappern und Knirschen zustande. Knirschen kommt immer bei Pferden zustande, immer. Wenn sie Aufgaben nicht bewältigen können, es nicht können, es nicht schaffen und merken, ich kann es nicht, dann machen wir Menschen das übrigens auch, Zähne knirschen. Wir sagen, Scheiße, das geht nicht. Und genau so reagiert ein Pferd mit Zähneknirschen. Klappern ist noch eine höhere Steigerung, wo das Pferd dann wirklich sagt, so jetzt, ich drehe durch, ich schaffe das gar nicht mehr, das geht nicht mehr. Das ist eine Art Hospitalismus. Ich kann nicht mehr. Das ist so richtig aufeinanderschlagen der Zähne. Ne? Das macht ja auch was mit dem Gehirn. Wisst ihr, dann haben wir uns in Spanien so einen abgerichteten Soldaten gekauft, der alles gelernt hat, seinen Job zu machen. Das hat er auch nicht schlecht in Spanien gemacht, darum habt ihr den ja auch gekauft. Und dann sagen wir plötzlich zu dem Soldaten, stillgestanden, rühren Sie sich mal und bleiben Sie mal gerührt und rühren Sie sich mal noch ein bisschen mehr und rühren Sie sich mal ganz ordentlich. Nehmen Sie doch mal Platz. Und ja, dann sagt der Soldat, was ist mit dem los? Ich muss doch dienen. Ich kann, was ist denn jetzt los? Der fällt völlig aus seiner Rolle und weiß gar nicht mehr, was er machen soll. So geht es den Pferden tatsächlich. Und über das müssen wir uns immer im Klaren sein. Was machen wir denn da jetzt? Naja, und über die Wassertrense verbiegen die Leute die Pferde. Die sind zu Hause sehr steif geritten. Ein spanisches Pferd mit Sereda und Kandare ist wie ein Brett geritten. Naja, die biegen sich auch, aber die überbiegen sich manchmal im Hals, aber die biegen sich anders. Die biegen wirklich anders. Und hier mit der Wassertrense wird denen, um dieses Vorwärts und vor allem dieses Aufwärts ein bisschen zu bremsen, die Nase so reingezogen und diese Bange um ihre Balance. Dieses Biegen machen die tatsächlich über diese Räder. Ja. Naja, also mir ist es auch schon aufgefallen in Spanien, bei vielen Stierkämpfern, die Pferde sind die ganze Zeit klang, 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 dass es richtig laut ist in den Videos und so. Das sieht von außen immer
Im ersten Moment denkst du, oh, schön gerittenes Pferd, und dann siehst du diese Mäuler oder die Lippen, blab, 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 die ganze Zeit. Also auch da sieht man zugeschnürte Mäuler, auch da sieht man viel zu viel Action, und das ist immer eine Übersprungshandlung von Stress. Also ein anderes Pferd würde seinen Stress vielleicht woanders loswerden, aber da er sich ja so anspannen muss im ganzen Körper, hat er ja gar keine Möglichkeit mehr, irgendwo anders Stress loszuwerden, und dann kommt eben das im Maul zustande. Also während andere Pferde eben mit mehr Phlegma vielleicht mit einem Freeze reagieren würden. Also es gibt ja sehr viele Pferde, die eine Freeze-Reaktion zeigen, die wir gar nicht so wahrnehmen. Also die müssen ja nicht alle vier Füße in den Boden stemmen und sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr, sondern einfach nur so ein Luft anhalten reicht ja auch schon für einen Freeze. Und die beißen eben genau das Gegenteil, die beißen ja die Zähne dann aufeinander. Das muss auch nicht in Knirschen enden, sondern die ist einfach, die atmen nicht mehr oder eben kauen nicht mehr. Ich meine jetzt der Stierkampf, vor allen Dingen, wenn der auf hohem Niveau gemacht wird, da dürfen wir eins nicht vergessen, das ist Kriegszustand. Ja? Also ich glaube, mit Sicherheit, genauso haben sich die Reiter damals gefühlt, wenn die in die Schlacht ziehen mussten. Das war genau das Gleiche, und haben die Pferde auch mit den Zähnen geklappert. Das war eigentlich auch egal. Die mussten nur funktionieren, und ein Stierkampfpferd funktioniert. Aber das ist ja nicht maßstabgebend für uns hier. Wir fragen, ja, aber deswegen kaufen wir trotzdem diese Pferde, die so mit dem Maul klappern. Und ja, das sehe ich eben in normalen Trainervideos. Also das sehe ich nicht nur bei Stierkämpfern. Ich will das aber jetzt nicht nur auf das spanische Pferd oder das iberische Pferd, der Lusitano gehört da genauso zu, ummünzen. Die Ibizaner können das auch. Ich wollte es eben sagen, es können genügend Pferde, die nicht in Iberia angeritten wurden. Das machen auch genügend Pferde, die hier angeritten worden sind bei uns, die ihre Aufgabe nicht verstanden haben, die zu schnell einfach irgendwo hingefördert wurden, was der Körper nicht schaffen konnte, und ganz häufig, was der Geist nicht verstanden hat. Ich hätte auch gesagt, so eine gewisse Verwirrtheit klingt da so ein bisschen mit. Also du hast gerade, glaube ich, finde ich, ganz Gutes gesagt, nämlich die haben ihre Aufgabe nicht verstanden, beziehungsweise denen ist eine Aufgabe nicht richtig erklärt worden, und das dann halt eben mit Druck. Vielleicht nochmal ergänzend, wir haben vorhin so schön ja auch von Druckverteilung im Maul gesprochen. Die Wassertrense, vor allem die doppelt gebrochene, ist etwas, das macht das Maul bzw. die Zunge bei entsprechendem Druck, der muss nicht mal sehr groß sein, komplett fest. Da kann das Pferd nicht mehr viel gegen tun. Wenn ich von zwei Seiten festhalte, dann geht es wie eine Fahrradkette, legt sich das Gebiss sehr schön, da gibt es auch noch so schöne anatomische Gebisse, komplett um die Zunge. Wo soll die Zunge dann noch hin? Die ist dann an einer Stelle, ist die dann arretiert. Ne? Die kann nicht mehr zurückgeholt werden, die kann nicht mehr nach vorne gebracht werden. Die sitzt da fest, und dann ist auch nichts mehr mit Schlucken und so weiter. Dann habe ich dann auch später Narben auf der Zunge. Das ist ja nicht selten, dass bei Ankaufsuntersuchungen festgestellt, wenn mir der Tierarzt ins Maul guckt und sagt, oh, da ist aber mal was passiert. Der ist ja mal auf den Zügel getreten. Und das muss nicht unbedingt sein, dass die Zunge abgeschnitten war. Die kann auch so gequetscht worden sein, dass wir Muskelfaserriss da drin haben. Und da entstehen auch diese Narben auf der Zunge. Gerade wo du sagst, diese Kettengebisse, die sich so um die Zunge rumlegen. Wenn das auf Dauer mit sehr viel Druck geritten wird, dann stirbt das Gewebe darunter ab. Das passiert egal bei welchem Gebiss. Ja. Ursula Reinhardt, wo zieht ihr die Grenze ab? Wann ist ein Kauen für euch nicht mehr akzeptabel? Wenn es stereotyp wird, ne? Ich habe es gerade jetzt dieses Wochenende, ich hatte einen Kurs in Süddeutschland unten, da war ein Pferd, das kenne ich jetzt seit drei Kursen dort unten, immer ein bisschen auffällig beim Kauen, aber dieses Pferd ist sowieso ein bisschen sehr sensibel und häufig stimmt dann ja manchmal die Pferd-Reiter-Konstellation auch nicht so ganz so gut. Reiter hat vielleicht ein bisschen Angst oder so. Und irgendwie hat sich das über das Seminar, über den Kurs entwickelt, kann ich mal einen Brosal ausprobieren. Ja, Heidi Witzka. Leute, das war so schön zu sehen, wie so ein Pferd sagt, danke. Danke, danke, danke. Ich habe das Ding drauf gemacht, wollte eine Abbiegeübung machen. Ich habe nur den Zügel angenommen. Das Pferd sagt, wo soll der Kopf hin? Abbrechen, weiter nach hinten. Überhaupt nicht gefragt, geht nicht. Sofort gesagt, danke, 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 danke. So möchte ich es haben. Und wenn wir dann solche Situationen, das erlebe ich alle zwei Wochen. Was mit hat denn das mit dem vorher mit dem Gebiss gemacht? Hektisch gekaut, aber nicht so hektisch, dass ich sagen würde, das geht nicht mit dem Gebiss. Ich hätte gesagt, vielleicht guckt man nochmal ein anderes Gebiss nach. Ich habe noch nicht so gesagt, das ist jetzt das größte Übel bei der ganzen Geschichte. Aber
Ich hätte gesagt, so beim nächsten Mal würde ich sagen, jetzt gucken wir mal, ob wir ein anderes Material nehmen oder eine andere Form von Gebiss. Ich hätte jetzt nicht gesagt, Gebiss muss raus. Das hat die Reiterin selber gesagt. Sie möchte es mal ohne probieren. Okay. Und das war sensationell, was da passiert ist. Wenn du dann in das Glück beim Pferd ins Gesicht guckst und wie das Pferd dankbarst sagt, warum bist du da nicht eher drauf gekommen? Dann muss man einfach sagen, ja, da habe ich selber nicht mich genügend eingeschätzt und habe gesagt, hättest du auch selber drauf kommen können. Nun kommt es natürlich auch dazu, wenn jemand Angst hat, dass er die Zügel braucht und das Gebiss braucht, weil er immer eine Notbremse braucht bei seinem Pferd, dann brauche ich dir nicht sagen, reite mal gebisslos, das funktioniert nicht. Dann ist die Angst viel, viel größer und überträgt sich aufs Pferd viel, viel stärker und macht noch mehr Panik als alles andere. Da muss man immer gucken, wie kriege ich das überhaupt in den Griff, die ganze Geschichte. Wann ist Klappern zu viel? Wann ist es zu viel? Nee, kauen. Also, oder kauen. Kauen. Wo ist kauen zu? Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, gibt keinen Maßstab, wenn wir was Schwieriges erarbeiten und mein Pferd zwischendurch mal das Gebiss hochnimmt und mit den Backenzähnen da mal drauf beißt. Also wenn es mal knallt. Nein, das ist aber... Da muss er sich mal, finde ich, nicht so schlimm. Einmal. Und dann machen wir wieder was. Und dann also irgendwann nochmal. Aber sobald das Stereotyp wird, die Zähne aufeinander schlagen oder die Lippen klappern, ist ja auch so ein Ding. Was. Also wenn das bei der Handarbeit schon ist und vorm Aufsteigen ist, dass das Pferd extrem die ganze Zeit auf dem Ding rumkaut, dann, bevor es überhaupt unter Stress gesetzt wird, bevor wir überhaupt Seitengänge machen oder sonst irgendwas, und das schon beim Aufsteigen so ist, dann sage ich auch mal, im Übrigen, morgen übermorgen gucken wir mal, ob wir was anderes noch in den Mund reinlegen. Das mache ich nicht den ersten Tag, nie. Aber dann irgendwann sage ich so nach 3-4 Tagen so, jetzt ist der Tag, wo wir mal gucken, ob wir dem Pferd noch was Gutes tun können im Gesicht. Ich wollte auch sagen, sobald, wenn man keinen Stress hat, also wenn das Pferd jetzt neben mir steht und rumkatscht oder die Zunge wegzieht, sowas, ohne dass ich da irgendwas am Zügel mache oder sowas, dann würde ich sofort sagen, also das ist mir zu viel, das Pferd hat das Gebiss nicht verstanden, das mag das Gebiss nicht. Sieht man auch am Ausdruck des Pferdes, sieht man ja immer, ob das Pferd gerade irgendwie komisch guckt und die Augen aufreißt oder sonstiges. Und dann kann ich entweder daran arbeiten, das Gebiss dem Pferd nochmal zu erklären, oder ich kann was wechseln und gucken, ob andere Besen besser kehren. In diesem Falle, vielen Pferden ist halt eine gute Erleichterung getan, wenn man es auch mal gebisslos probiert oder mal einen Halsring zur Assistenz nimmt. Hatte ich jetzt auch gerade beim Kurs, habe ich ein paar Leuten einen Halsring gegeben, dass sie eben nicht alle Probleme vorne am Kopf lösen. In dem Moment war auch schon viel Entlastung im Maul. Also man kann da aus sich ranfühlen und sagen, wann fängt denn das Pferd an und kaut zufrieden? Und ich habe wirklich relativ viele Pferde im Unterricht, die an sich ein Maulproblem haben, weil die Leute auch viel zu fokussiert sind aufs Maul. Die sagen, der muss doch kauen, der muss doch schlucken, der muss doch, keine Ahnung, alles Mögliche tun. Und ich sage, lass doch mal, ist doch völlig egal. Lass dein Pferd mal ankommen. Wir machen jetzt mal eine Übung, die das Pferd gerne macht. Und wir gucken mal, was das Maul macht. Und innerhalb von 10 Minuten kaut das Pferd entweder normal oder gar nicht mehr so doll. Und dann sage ich immer so, und? Siehst du was? Merkst du was? Hörst du was? Wird ruhiger, ne? Also das geht ganz schnell. Geht wirklich bei vielen Pferden, wenn man einfach mal nicht den Fokus drauf legt, auch ganz schnell. Dazu. Ich würde gerne auch noch was ergänzen, weil wir jetzt über Klappern reden. Wir haben vorher über Gebisse geredet und über Schluckreflex und so weiter, Kauen. Was aber noch ganz wichtig ist, ist ja das Platzieren, das Benutzen des Unterkiefers. Denn das, wenn wir über Stellung reden, wenn wir über Richtungen und über Gleichgewicht, über Balance reden, dann brauchen auch wir den Kiefer, nämlich das Verschieben des Kiefers, dafür unser Gleichgewicht entsprechend zu halten, unsere Balance. Wer mal so die Augen zumacht und mal den Kiefer nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts verschiebt, ne, der wird merken, ne, da fange ich so auch an, mich entsprechend mit meinem Unterkiefer mitzubewegen. Und das brauchen wir beim Pferd auch. Beim Pferd ist das nichts anderes. Wenn wir also nach links reiten, müssen wir auch den Kiefer so ein bisschen rüberbringen. Ne? Deshalb auch der äußere Zügel, der da was macht. Und wenn das Pferd aber zu sehr im Maul beschäftigt ist, dann kann es den Unterkiefer nicht positiv für die Richtungsänderung, für die Gleichgewichtsbalancefindung benutzen. Es ist durch seine Kautätigkeit nicht nur mental,
entsprechend ja nicht ausbalanciert, sondern auch wirklich physikalisch wird es da schwierig. Ne? Auch die ganzen Muskelketten arbeiten dann nicht so, wie sie arbeiten sollten und stehen nicht so balancierend dem Pferd zur Verfügung. Ja, und das ist etwas, da wäre ich halt eben auch drauf bedacht zu gucken, wenn möglich, versuche ich Ruhe ins Maul zu kriegen. Und zuerst schaue ich darauf, was macht der Reiter da an der Stelle mit den Zügeln, müssen die weg? Und was macht das Pferd, wenn da keine Zügel dran sind, beziehungsweise gerade keiner dran zieht? Und ist es dann vielleicht das Gebiss, ist es die Zäumung, ist es der Nasenriemen, der Speerriemen und all diese Dinge? Und abrüsten ist da immer genau der richtige Weg, zu sagen, okay, wir bringen da erstmal alles an Irritation weg und dann schauen wir, was macht das Pferd, wenn da keine Irritation da ist. Aber ich sage es nochmal zu dem Abrüsten, wenn ich einen Reiter mit einer wirklichen Angst habe, ist es immer ganz schwierig mit dem Abrüsten. Ich sage eigentlich immer so, komm, Gebiss weg, lass uns ausprobieren, ja. Aber es gibt halt Leute, die reagieren dann dermaßen falsch, weil es gar nicht mehr da ist, das Gebiss. Und dann kommt genau das Problem, was wir nicht haben wollten. Dann kommt nämlich echt Stress auf. Und dann aber was wäre dann mit dem Halsring? Also dann kannst du ja zusätzlich dran machen. Wenn du hast, der richtig Panik hat, richtig Angst hat, dann kann schon mal sein, dass ein Pferd auch mal eine andere Geschwindigkeit an den Tag legt. Weil einfach durch Angst Beine anklemmen, Sitz anklemmen kommt. Und das ja, aber Pferd, das macht es doch mit dem Gebiss genauso. Du kannst über das Gebiss immer noch, du hast über das Gebiss zu 95% immer eine Bremse. Einige gehen dann durch, aber das sind ja nicht das große Gros. Aber es gibt schon eine Bremse. Ja, aber du kannst ja zusätzlich einen Halsring nehmen. Du kannst ja das Gebiss zur Sicherheit da drin lassen und zusätzlich, das habe ich ja gemacht. Das haben wir auch am Wochenende gemacht. Ich habe gesagt, wir lassen das Gebiss da drin, du legst die Zügel auf den Sattel, die packst du gar nicht an. Das ist nur für dich, dass du, wenn du meinst, du kannst nicht bremsen, dann packst du die an und hältst dein Pferd an. Oder auch hier Zügel umsteigen. Haben wir gemacht. Was ich dabei habe oder was. Ja, es ist nur für den Kopf, kann ich damit sagen. Ja. Ich habe gerade Selbstexperiment gemacht, weil Chris das gerade sagte mit den Muskeln, dann kann es ja, also es kann die Balance nicht halten oder sowas. Also mir ist durch den Kopf gegangen, dass das ja auch andersrum ist, wenn ich bestimmte Sachen anspanne und nicht entspanne oder andersrum, also kann ich ja auch nicht eine bestimmte Bewegung machen. Also ich kann ja nicht sagen, ich halte mich hier und entspanne dann aber den Muskel, den ich eigentlich gerade anspanne und so. Wenn ihr mal an euren Hals fasst, wenn ihr euren Kiefer bewegt, da geht bis hierhin, das geht ja richtig weit runter, das geht ja überall hin. Und unser Hals ist noch nicht mal so eine Balancierstange wie vom Pferd. Und wenn ich jetzt erwarte, dass mein Pferd sich konzentriert hier locker lässt, da weit macht, da zusammenstellt, da sich ein bisschen biegt, den Kiefer mitnimmt, wenn ich das alles erwarte, dann kann es ja nicht mit dem Kopf, mit dem Maul schnappeln, weil dann in dem Moment der ganze Rest ja verspannt ist. Da kann ja gar nicht locker lassen. Also ist ja eine Kettenreaktion im ganzen Hals, also im ganzen Vorderteil vom Pferd. Ne? Und dann geht es nach hinten weiter. Gundula Meurer fragt uns, was ist eigentlich zuerst da? Der Speichel oder das Kauen? Ist die Bildung von Speichel immer Ausdruck der Entspannung? Das würde ich nicht sagen. Ne? Auch nicht. Nein. Kann ja mechanisch erzeugt werden über Druck. Druck auf der Zunge, Druck auf der Ohrspeicheldrüse. Stress. Speichelfluss kann durch Stress, durch Druck, alles Mögliche. Nein, kann man nicht sagen. Naja, bei dem Kauen wäre ich allerdings auch noch mal vorsichtig, da sollten wir ein bisschen spezifizieren. Also gerade die Franzosen, so ist das, was so mit Boucher und danach dann kam, die reden ja zwar von Kauen, aber spezifizieren es dann irgendwann auch, was soll das Maul denn da machen? Es soll murmeln. Ne? Also es soll eigentlich eher so ein leichtes Öffnen sein des Kiefers, ohne dass das Pferd das Maul öffnet. Also das tätige Maul kann also, je nach Gebissart natürlich auch, und kann sich bewegen, der Kiefer, ohne dass das Pferd dafür das Maul öffnen muss. Ja, und wir haben vorhin über Kandare und Unterlichttrense gesprochen, dieses Klingeln, was dann entsteht, das will man dann im Prinzip dann hören. Habe ich natürlich nicht bei anderen Gebissen. Aber vielleicht habe ich es dann nochmal mit einer Unterlichttrense, mit einer Kindkette
dann habe ich es vielleicht auch nochmal oder halt, wenn ich an den Seiten halt ein Spiel drin habe, meine, so eine Pumpenkandare zum Beispiel, dann höre ich das auch, weil da kann nämlich auch das Pferd das Gebissstück anheben und die Schenkel bleiben stehen. Ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, Pumpenkandare. Also ich habe es jetzt mehrfach hintereinander gehabt, auch von Profis, die mit Pumpenkandare zu mir gekommen sind, weil es ja in der portugiesischen Reiterei wird die Pumpkandare sehr bevorzugt. Nur wenn ich dann sage, erklär doch mal kurz, was das ist. Eine Pumpkandare ist eine Kandare, einfach eine gerade Kandarenstange und das Gebissstück, da wo es eingehängt ist, hier oben, das kann so ein bisschen rauf und runter genommen werden. Mehr als das hier? Mehr als das, ja, ich sag mal einen halben Zentimeter bis 8 Millimeter kann das rauf und runter genommen werden. Beim Westernreiten mag man das auch gern, das nennt man Slider, diese Gebisse, dass sie, das Pferd das Gebissstück sich im Mund positionieren kann, ja. So, aber bei den billigen portugiesischen Kandaren ist es leider so, dass sie das Mundstück und da, wo die oben anstoßen, das ist so scharfkantig. Haltet einfach mal euren Finger da rein und zieht mal das Gebiss hoch. Die meisten kriegen sofort so einen knallroten Kopf und sagen sofort raus mit dem Ding. Und das wird leider in verschiedenen Reitweisen in Deutschland wird das immer noch propagiert, dieses Gebiss, dass man sagt, das ist das Nonplusultra. Wenn ich eine gute Pumpkandare bauen würde, ich baue sie nicht, aber ich könnte sie bauen, dann hätte das einen Olivenkopf, wo beides ineinander übergeht, mit einem ganz, ganz geschmeidigen Übergang, der ausgefeilt ist, wo nichts klemmen kann. Das könnte man bauen, sowas. Das ist gar nicht schlimm. Man macht sich einfach keinen Gedanken. Die Dinger werden im Ausland gebaut. Kein Mensch weiß, wie das funktioniert. Und dann klemmt ihr euren Finger da oben rein, dann nimmt man das Gebiss nach oben, dann nimmt ihr den Finger daraus, sagt, verdammte Axt, das tat aber weh. Und das passiert dem Pferd bei jeder Parade, klemmen wir dem Pferd die Lefzen ein. Bitte guckt euch die Pumpkandaren ganz genau an. Und wenn das so ist, nehmt lieber eine Kandare, wo das Gebiss ruhig im Mund liegt. Verzichtet auf diesen Spieler von dem Mundstück. Das ist dem Pferd deutlich angenehmer. Übrigens auch bei den Boucher-Gebissen mit den glatten Seitenteilen, die man ja, ja auch gerne kaufen kann, da ist das auch sehr scharf ganz häufig. Ja. Gerade bei Messinggebissen schlägt das schnell aus, dann nehmt ihr euch eine Nagelfeile und feilt das jedes zweite, dritte, vierte Mal wieder schön ab. Dann ist das wenigstens für das Mal, solange man dieses Ding benutzt. In Portugal ganz beliebt, ihr nehmt diese hässlichen Gummiunterlegscheiben und zieht die an der Pumpkandare rechts und links. Dann kann das Klemmen nicht passieren. Dann müsst ihr aber ein bisschen breiter kaufen, wenn ihr das wollt. Aber die Idee ist richtig, dann nehmt das ein bisschen breiter, dann macht eine Gummischeibe rein, dann kann das Klemmen nicht passieren. Richtig, Christine, genau. So, eben nochmal zu der Frage Speichel und Kauen, was war zuerst da? Also Speichel kommt nicht durch Stress. Der Stress verursacht wiederum Kauen oder einen mechanischen Druck, der dann den Speichelfluss verursacht. Also durch Stress alleine wird kein Speichel produziert, es sei denn, das Pferd hat gelernt, also Zusammenhänge zu sehen. Also ja, genau, Pavlovscher Hund so ungefähr. Aber an sich ist die Bildung von Speichel eben nicht Ausdruck von Entspannung, sondern tatsächlich von Futterreiz. Also von, ich mache was mit meinem Mund, damit das in den Magen kommt. Und das ist Speichel und nichts anderes. Für nichts anderes ist Speichel da. Nicht, weil wir Reiter sehen, das Pferd ist entspannt, sondern das ist ein Futterreiz, der in den Magen, also der irgendeine Masse in den Magen transportieren soll. Punkt. Habe ich ja letztes Mal auch gesagt in dem Buch mit Geduld und Karess, lobt der Meister das Pferd mit gesalzenem Hafer. Eine super Idee. Gesalzener Hafer in der Jackentasche, den gibt er ein bisschen Hafer mit Salz. Speichel fließt, Schluckreiz durch Salz sofort. Du musst schlucken, du musst schlucken, du musst schlucken. Super Idee. Ja. Hallo Betty. Ein Pferd nicht schluckt, ist nicht losgelassen. Also, ja. Ja. Gut, Anna M. Stark. Habt ihr Pferde, die mit den Zähnen knirschen? Und wie gewöhnt ihr den Pferden das ab? Welche Gründe sind eurer Erfahrung nach am häufigsten für Zähneknirschen beim Reiten? Wir haben ein Pferd, wenn das überfordert wird, das ist auch das beste Pferd im Stall, wenn das überfordert wird, knirscht es mit den Zähnen. Und das ist eigentlich so ein ganz guter Indikator, dass man sagt, halt, du gehst gerade zu weit. Man kann sehr weit gehen bei dem Pferd, aber wenn du ihn hernimmst, dann fängt er an zu knirschen, der kommt auch aus Spanien. Und es kommt eigentlich so gut wie nie vor. Aber ich habe es ein paar Mal gehört, wo ich auch so gesagt habe, mach mal dies oder mach mal das. Und dann fing er an zu knirschen.
Da habe ich gesagt, okay, da ist die Grenze bei diesem Pferd. Aber wir hatten auch viele Korrekturpferde, die ganz, ganz schlimm geknirscht haben. Oder auch Kurspferde, die das während des Kurses schon nachgelassen haben. Also da erinnere ich mich ganz, ganz lebhaft an Pferde, das konnte man am anderen Ende der Halle hören, dass sie geknirscht haben, die am Ende des Kurses schon viel, viel, viel weniger unterwegs waren mit Knirschen. Also es ist immer eine Frage von, wie erkläre ich den Zügel, was mache ich alles mit der Hand, ist das Pferd überhaupt okay mit der Übung, die es da macht. Also da geht es nicht so sehr um die Passform vom Gebiss, sondern das ist ja so ein Zähne zusammenbeißen und da ist es meistens Überforderung. Hand und Anforderung. Abgewöhnen. Ich will Chris auch mal was sagen. Ja. Nee, mach mal erstmal zu Ende. Abgewöhnen ist einfach den Pegel etwas runterschalten. Das es gibt auch andere Auslöser. Es gibt Zahngesundheit. Das ist natürlich was anderes. Maulgesundheit, Zahngesundheit. Aber knirschen Sie dann? Sind Sie dann nicht eher natürlich zu aktiv? Auch das andere. Bitte? Ja, klar. Das eine bedingt natürlich auch das andere, weil da wollte ich jetzt gerade mal darauf hinaus, weil das Erste, was ich auch tatsächlich bei den meisten Pferden auch mitmache, ich überprüfe, kann es sich überhaupt entspannt im Kiefer bewegen oder ist es etwas, jeder kennt das vielleicht auch von sich selber, Stress, Anspannung, irgendwie Prüfungssituationen oder was auch immer, da kommt man raus und hat, tut alles weh. Oder wenn man beim Zahnarzt war und dann irgendwie vielleicht relativ lange den Kiefer offen halten musste, festhalten musste oder Zähne zusammengebissen hat, weil man irgendwie etwas gemacht hat. Da muss man erstmal ein bisschen massieren und beim Pferd ist es dann genauso. Und Wolfgang hat ja gerade auch das spanische Pferd, was mit den Zähnen knirschen kann, genannt. Und da haben wir das ja auch gemacht. Dem haben wir ja auch erstmal wieder den Kiefer ein bisschen gelöst und dann immer wieder massiert jeden Tag. Und bis der dann auch froh war, dass er das richtig bewegen konnte da an der Stelle. Und das ist bei vielen Pferden dann wirklich so, dass, wenn man das dann mal löst, den Finger mal einfach ins Maul macht und so ein bisschen wirklich einfach mal den Kiefer bewegen lässt, dann fangen die an, danach den selber zu lösen nochmal und machen Verrenkungen mit der Zunge, gähnen und was weiß ich nicht alles und sind sehr froh darum, endlich vielleicht mal den Druck an manchen Stellen rausbekommen zu haben. Ja, und das ist dann erst, für mich ist das so ein Türöffner dafür, dass ich überhaupt jetzt korrekte Bewegung, Stellung, Biegung und so weiter abverlangen kann, vorher quasi nicht möglich. Und bei so Spezialgeschichten, guckt auch mal auf die Kiefergelenke. Viele Pferde sind kopfscheu oder wenn man sie an die Kiefergelenke fassen will, sind sie ganz empfindlich oder haben so Beulen über den Augen, diese Kaumuskulatur über den Augen. Guckt auch mal auf die Stirn, sind die gleichmäßig? Ich hatte gerade am Wochenende ein Pferd, was auf einer Seite ganz, also was ungleichmäßig bemuskelt war am Kopf. Sowas kann auch schon ein Indikator sein für solche Dinge. Also guckt mal wirklich euch den Kopf des Pferdes an. Ist der gerade? Und manchmal ist er nach einer osteopathischen Behandlung, danach ist er dann wirklich gerade. Also man kann das auch wieder hinschieben. Meistens sind dann auch die Hufe schief und umgekehrt. Aha. Wenn die Hufe schief sind, ist oft auch der Kiefer irgendwie schief. Fehlstellungen und so weiter. Wer da einen guten Dentisten hat, der kann das auch ausmessen. Das können wir auch mal ganz kurz nochmal auf den Menschen übertragen, was du gerade sagst, lieber Chris. Wenn bei Menschen die Füße schief gelaufen sind, die Schuhe schief gelaufen, dann laufen die Menschen schief. Und dann, die laufen nicht nur schief, die laufen im Kreuz schief. Wenn man hinter diesen Menschen hinterherläuft, sieht man, dass sie irgendwo das Kreuz verbogen haben. Und dann ist auch der Kopf und der Hals verbogen. Das ist alles verbogen. Wenn der Kopf und der Hals verbogen ist, dann ist der Kiefer auch schief. Das funktioniert nicht richtig. Ja? Und wer mal Schwindel hatte, und wenn ihr wisst, dass der Schwindel vom Wirbel im Rücken kommt, im Hals kommt, dann wisst ihr, was das ausmacht, wenn da so ein bisschen nur aus dem Lot geraten ist und ihr selber habt einen Schwindel, als wäret ihr volltrunken. Und sowas, das kann passieren. Und das ist bei unseren Pferden nämlich auch. Und dann reden wir von Gleichgewicht und solchen Geschichten. Und das Pferd kann aber gar kein Gleichgewicht finden, weil da ist was, nicht in Ordnung. Mit Kilonewton. Ja. Also ihr hört ja, das ist eigentlich ein Fass ohne Boden. Wir haben es heute Abend tatsächlich wieder geschafft mit diesem Thema. Anderthalb Seiten. Eine Seite. Anderthalb Seiten durchzusprechen. Sehr spannendes Thema, absolut spannendes und auch mit Sicherheit mit diesen paar Fragen nicht zu beantworten. Aber das hier, was wir jetzt heute Abend gemacht haben, das sind eigentlich nur Dinge, wo wir den Leuten oder euch, ihr Lieben, nochmal sagen, denkt bitte genau drüber nach, was und wie ihr was tut,
Und vielleicht den Bandenhyänen da draußen auf der anderen Seite nicht immer zuhören. Verlasst euch mal ein bisschen mehr auf euer Gefühl. Was ich eben sagte mit dem Pferd, mit dem Bosal am Wochenende. Sie hatte sich das auch schon immer gedacht, dass das vielleicht nicht richtig ist, was sie da vorne drin hat. Einfach mal diesem Gefühl vielleicht ein bisschen laufen lassen und sagen, ich probiere das jetzt mal. Obwohl ich hier. Eure Pferde sprechen ja mit euch. Ihr seht dem doch im Gesicht an, wie die sich fühlen. Und wenn sich was ungut anfühlt, hört auf euer Bauchgefühl und sagt, ja. Was sagt mir das denn? Ich sollte mal was anderes probieren. Und wir haben jetzt heute Abend die Abkauübung nicht besprochen. Ich weiß nicht, was an Fragen noch kommt. Kommt noch. Das werden wir auf jeden Fall auch noch ganz, ganz klar nochmal besprechen. Was sind Abkauübungen? Und wofür sind die? Wie macht man das mit Pferden? Wie und mit welchen Pferden man das macht und wie? Das ist eine ganz wichtige Geschichte, um überhaupt erstmal an diese ganze Thematik des Kauens ranzukommen. Was ist vernünftiges Kauen, was ist unvernünftiges Kauen? Also da kommen wir nächstes Mal noch dran. Okay. Nächstes Mal findet nicht statt. Warum? Weil wir Doppelstress haben an dem Tag. Ach, das ist... Wir haben Reiten mit Live-Musik. Ja. Da möchte ich auch... Es ist Feiertag. Ja, ist Feiertag, genau. Wir haben danach noch ein sehr wichtiges Gespräch. Ich wollte euch noch empfehlen... Wir haben am Tag der Deutschen Einheit Reiten mit Live-Musik. Wir haben einen ganz tollen Musiker da, Ingo Hampf von Subway to Sally, ja, der nicht nur Rockmusik und E-Gitarre machen kann, sondern der kann unfassbar schön Laute spielen. Also wirklich, das ist etwas für die Seele, alleine der Musik zu lauschen. Und das Reiten, was wir da machen, das ist absoluter Freestyle. Alle Reiter machen mit ihren Pferden das, was sie fühlen, was sie in der Musik hören. Es gibt keinerlei Absprachen, du machst dies oder du machst das. Jeder, der dort reitet, hört sich die Musik an und reitet zu dieser Musik. Sehr, sehr schön zuzuschauen, sehr, sehr schön zuzuhören. Ja. Braucht man sich nicht zu wappnen. Es wird nur schöne Bilder geben, nur zufriedene Pferdegesichter und glückliche Menschen. Also, und diese herrliche Musik würde mich riesig freuen. Wenn wir da noch ein paar von euch spontan... Was wir noch empfehlen wollten? Dazu überreden können, nach Bückeburg zu kommen. Genau. Wir hatten heute Morgen noch etwas gesagt. Hatten wir? Was wir sagen sollten? Auch noch empfehlenswert, was wir noch demnächst an Programm haben. Reitkunstseminar. Übernehmen. Das Seminar. Jetzt. So, genau. Das Reitkunstseminar. Ich bin 24 unterwegs mit dem Reitkunstseminar und Wolfgang so. Ja, ach übrigens. Okay. Ja. Ja, wir haben am Samstag, den 7. Oktober, wieder mal das Reitkunstseminar, wo wir absolute Fachleute sind, wo uns auch keiner irgendwie das nachmachen kann, denn wir sprechen wieder über die alten Meister, die wir diesmal durch eine moderne Lupe angucken. Also modern in unserem Sinne, aber auch modern doch durchaus im Deutschreiter-Sinne. Und das wird ganz, ganz toll. Da werden wir übrigens auch Gebisse ausprobieren, die ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen habt, die wir auch noch nie probiert haben. Das werden wir an dem Tag erstmalig machen. Mittelalterliche Hebelstangen. Hebelstangentrensen, die waren auch Jahre in Europa populär. Völlig vergessen. Wir wissen nicht, wie sie wirken. Wir lassen die gerade bauen. Und unser lieber Jens Elkenkamp baut die uns noch für das nächste Wochenende. Und wir werden ein ganz spannendes Programm haben, denn wir werden Übungen und Elemente ausprobieren, die beschrieben worden sind. Was bewirken die eigentlich, was passiert da mit dem Pferd und wie hat sich dann daraus die Reiterei bis heute entwickelt? Das wird ein, spannendes Programm. Kann ich wirklich nur, ist nur einmal im Jahr, jedes Jahr anders. Wir werden uns nicht wiederholen von dem, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Wir werden das anders machen. Wird eine tolle Geschichte. Ja, könnt ihr buchen auf unserer Webseite www.hofreitschule.de. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass einmal bei Diana, einmal beim lieben Chris, bei meinem Mann Wolfgang und bei euch Christi. Allen, die ihr heute und in den kommenden Tagen euch diese Sendung anschaut, euch wieder die Zeit genommen habt für Frag die Krischkes, unserem netten kleinen Pferdefachformat am Dienstagabend. Dann sehen wir uns also in 2 Wochen Dienstag wieder. Demnach, wenn der 3. Oktober ein Dienstag ist, müsste es ja der 10. Oktober sein, an dem wir uns wiedersehen und weitersprechen über Spucke, Knirschen, Knarzen und Zähneklappern. In diesem Sinne, macht's gut, Nachbarn. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend noch. Gleich bald.